Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen an. Und wir sind hier so ein bisschen in den Nachwehen vom Leipziger Rohkost-Potluck. Ich bin immer noch zu Besuch bei der Silke, die mich liebenswürdigerweise bei sich aufgenommen hat. Und ja, vielleicht, also erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast, auch bei der Rubrik mitzumachen. Es waren ja jetzt schon einige. Ich verlinke euch mal die Playlist für das, für die 5 Fragen an. Und zuerst magst du dich mal vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du so machst, wo deine Interessen liegen. Genau, ich habe seit September 2013 einen YouTube-Kanal. Das hat erstmal so hobbymäßig begonnen, da hatte ich so die innere Eingebung, jetzt den Menschen über meine Rohkosternährung zu berichten. Ich habe mich schon lange mit veganer Ernährung oder Rohkosternährung beschäftigt und habe im April 2012 umgestellt auf rohvegan. Und dann hatte ich so die Eingebung, jetzt doch in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl ich eher ein zurückhaltender Mensch bin, ruhiger Mensch, und das so mit der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht so mein Thema war. Da habe ich mich selbst über mich gewundert, dass so diese innere Stimme so stark war. Und dann habe ich einfach mit YouTube gestartet, erst so ein paar Rohkostrezepte, Wildkräuter waren dabei, ein bisschen über meine Erfahrungen mit der Rohkost, was Rohkost überhaupt ist. Und dann sind immer mehr Themen hinzugekommen, Fasten und Rohkost mit Kindern, auch ADS, Hochsensibilität, Minimalismus einfach, und dann die Potluck-Videos. Mhm. Also sind dann noch ganz verschiedene Themen hinzugekommen, mittlerweile fast 4 Jahre. Und dann kam irgendwann noch ein Blog, eigener Blog dazu. Und ja, die Gemeinschaft wächst und auch das Interesse an der Rohkost und am natürlichen Leben, auch mit Wildkräutern und Sprossen. Sprossen ziehen ist auch ein großes Thema von mir. Und ich habe ein großes E-Book drüber geschrieben. Genau. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Und es wird auch sehr gut angenommen, und ich freue mich einfach, dass die Menschen immer mehr bereit sind, wirklich frische Kost zu sich zu nehmen, Sprossen zu ziehen, grüne Gräser zu ziehen, Wildkräuter zu sammeln, weil ich finde, das sind so wirklich 2 ganz wichtige Lebensmittelgruppen, die uns einfach auch gesund halten. Und du hast es ja jetzt auch so in die reale Welt geholt und die Potlucks ins Leben gerufen. Also wer das nicht kennt, Potlucks sind einfach Treffen, wo jeder was mitbringt, und dann hat man einfach den Tag über Zeit, da sich auszutauschen. Und ja, mittlerweile gibt es den in Leipzig ja schon seit 2 Jahren. Ne? Genau, April 2015 war der erste, und dann es ist echt erstaunlich, wie dieser Potluck gewachsen ist und was da für eine schöne Gemeinschaft daraus entstanden ist. Erst so vom lass uns mal treffen, quatschen, ein bisschen Rohkost essen, und jetzt so auch mit schönen Angeboten. Du hast ja auch beim letzten Potluck die Meditation angeboten, das war ja auch sehr kraftvoll und heilsam für viele. Und es ist einfach so schön zu sehen. Ja, dass auch so Freundschaften entstehen und dass wir einfach zusammen einen schönen Tag auch in der Natur verbringen können. Ja, ist immer schön. Auf jeden Fall sehr bereichernd. Wenn du die Gelegenheit hast und bei dir in der Nähe sowas stattfindet, solltest du unbedingt wahrnehmen. Also das ist echt nochmal was anderes als übers Internet. Ja, so, ne? Ja, definitiv. Ja. Ja, okay. Bist du bereit, einsteigen in die 5 Fragen? Ja. Okay, die erste Frage ist, wie du so auf diesen bewussten Weg gekommen bist. Also gab es da irgendwie so einen Wendepunkt, oder wo du gemerkt hast, irgendwas möchte ich verändern oder irgendwas muss anders werden? Also ich denke, das hat seinen Anfang genommen, als ich vor 24 Jahren Vegetarierin geworden bin. Da war ich jugendlich, und da war mir das erste Mal bewusst durch eine Dokumentation im Fernsehen, dass Tiere nicht einfach, also zu alt sind, sterben und wir sie dann essen, sondern dass sie extra gezüchtet worden werden und dann eben in Schlachthöfen abgeschlachtet werden, sag ich mal so. Und das hat mich total geschockt. Das war mir vorher nie so bewusst, wird einem ja auch nicht so vermittelt. Dann bin ich Vegetarierin geworden, dann ein paar Jahre später vegan, dann habe ich die Rohkost für mich entdeckt. Das war so ein ganz langer Weg. 24 Jahre hat er begonnen. Und ich habe eben auch festgestellt, seitdem ich mich nahezu, jetzt nicht 100%, aber einen ganz, ganz, ganz hohen Rohkostanteil über mehrere Jahre habe, dass sich mein Bewusstsein extrem gewandelt hat. Also ich lebe jetzt seit 2012 im April von einem ganz, ganz hohen Rohkostanteil, auch über längere Zeitraum 100%. Es gibt wenige Ausnahmen, die keine Rohkost haben. Aber da habe ich jetzt nochmal festgestellt, was so von extremer Bewusstseinserweiterung oder so ein Wandel mit mir stattgefunden hat, dass ich bestimmte Dinge
für mich neu entdecke oder hinterfrage oder auch so in die Einfachheit, Minimalismus, mich frage, was brauche ich wirklich oder wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie möchte ich die Zukunft für meine Kinder gestalten. Also das sind so, oder dass ich auch versuche, meine eigenen Programme, Konditionierungen zu hinterfragen, die mir auch bewusst zu machen und Mittel und Wege finde, wie ich diese auflösen kann, wie ich einfach zu mir selbst finden kann. Und ich finde auch gerade nochmal das letzte Jahr nochmal so extrem, dann hab ich auch die Rohkost noch ein bisschen verändert. So einfache Rohkost, schleimarm, schleimfrei mit Fasten und Wildkräutersäften. Und dann, also so viel passiert im letzten Jahr, so viel, bin ich auch sehr dankbar dafür. Also, dass ich auch einige Themen von mir lösen konnte. Und das ist ein langer Weg. Und ich bin noch nicht fertig. Ja. Das wird so mein ganzes Leben lang so weitergehen. Und das macht mich eigentlich auch ganz froh, dass ich nicht auf der Stelle stehen muss. Ich habe früher auch mal gedacht, für mich wäre das Schlimmste, als ich so jung erwachsen war, immer auf der Stelle zu stehen, nie vorwärts zu kommen. So im Geiste, in der Seele. Das war für mich unvorstellbar, jetzt in so einem Trott zu sein. Und jetzt ist es so schön, wenn ich so sehe, ich bin wirklich auf dem Weg, wie ich mir das so früher vorgestellt habe, immer in Bewegung, so mit Körper, Geist und Seele in Bewegung bleiben. Und was ist da sozusagen die Motivation, also so, ja, die Motivation, also weil, wofür machst du das quasi? Also du hast gesagt, du veränderst irgendwelche Programme und Konditionierung. Was ist da so der Antrieb dahinter? Oder auch dich rohköstlich zum Beispiel zu ernähren und... Also, warum ich mich rohköstlich ernähre, ist einfach, weil ich mich so besser fühle. Also, weil ich einfach so eine Leichtigkeit habe und weil ich eben auch festgestellt habe, dass mich gekochte Nahrung so dämpft, so deckelt in vielen Dingen, was auch das Bewusstsein angeht. Zum Beispiel auch sich für Spiritualität zu öffnen, für Meditation, so. Also, das war für mich früher alles, konnte ich jetzt nicht so viel damit anfangen, ganz früher schon lange her. Dass ich einfach feststelle, da geht so viel mit Rohkost. Und weil ich auch wahrnehme, dass wir als Kinder eben stark geprägt werden von der Schule, vom Elternhaus, von unserem unmittelbaren Umfeld, aber dass man eben oft auch als eigenständige Person gedeckelt wird. Man vergisst manchmal, wer man selbst ist oder wer man gern selbst sein möchte, weil man einfach versucht, auch als Kind ja zu gefallen, es allen recht zu machen. Man wird ja auch geprägt, ne? So von allem. Ich war immer schon ein Kind oder ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig war und wollte auch immer nie anecken. Habe immer geschaut, dass mit allen gut auskomme und dass alle mit mir zufrieden sind, aber manchmal habe ich mich da auch dabei vergessen und das entdecke ich jetzt gerade wieder für mich. So. Ja, berührt mich gerade, dass du das so erzählst, dass, weil ich glaube, das macht auch vielen Menschen Mut, dass das nicht immer so sein muss und dass man Dinge auch verändern kann an sich, die einem vielleicht nicht so gut tun. Ja. Ist auch ein Prozess, also ich weiß, ich bin da noch lange nicht am Ende. Also ich merke immer manchmal noch, manchmal merke ich schon noch, wie bestimmte Konditionierungen durchkommen, zum Beispiel mit meinen Kindern. Ich habe ja zwei Kinder, die sind 12 und 8. So in manchen Situationen, die vielleicht auch ein bisschen stressig sind, dann merke ich immer, oh, das war jetzt meine Mutter oder oh, das war jetzt mein Vater. Also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich dann neben mir stehe und das so zumindest, dass mir das auffällt, dass ich mir so, oh, jetzt habe ich jetzt, so war ich wie meine Mutter, wie mein Vater damals mit mir gesprochen hat in solchen Situationen. Ich will denken, ich will aber meinen eigenen Weg finden. Ich will nicht diese Programme übernehmen. Ich will einfach so mit meinem hundertprozentigen Wesen, was nicht manipuliert ist oder was nicht konditioniert ist, einfach so reagieren. Und das kann ganz anders sein, als wie meine Eltern reagiert haben früher. Ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen, so, ne? Dass man Dinge wiederholt und dass es gar nicht man selbst ist. So, ja. Ne? Also in Stresssituationen, wenn das manchmal vor, fällt mir das so auf. Ja. Da dachte ich mir so, oh, jetzt war ich mein Vater. Das ist so, ja, aber es ist halt auch ein Teil von mir. Aber es ist schön, wenn man das wieder ablegen kann. Ja. Ich bin ja so geprägt worden, das gehört ja irgendwie zu mir. Ja. Aber so der erste Schritt ist ja, dass einem das bewusst wird. Auf jeden Fall. Und der zweite, dann will ich das so. Und der nächste Schritt, das baue ich jetzt ab. Das wandle ich jetzt um. Ich werde mir jetzt meine eigenen Mechanismen dafür zulegen. Oder ich werde vielleicht auch mal genau gegenteilig reagieren. Einfach mal, um meine Kinder zu überraschen oder auch um mich zu überraschen. Ob ich das schaffe. Ne? Finde ich einen schönen Impuls. Ja. Bin ich gespannt, was du da mal erzählst, wie das so ist. Ja. Gut. Die zweite Frage ist, kannst du uns drei Dinge nennen, die dir Kraft geben? Woraus du Kraft schöpfst?
Auf alle Fälle schöpfe ich immer Kraft aus der Natur, wenn ich mich in der Natur aufhalte, in der Stille, also auch alleine, wenn ich so für mich alleine, maximal noch mit meinen Kindern, wenn die irgendwo hinter mir rumstreuchen, ist das okay, sich in die Büsche schlagen, also weil ich auch viel Wildkräuter sammeln gehe und ich bin mit meinen Jungs auch oft am See, ich genieße das einfach so unglaublich, in der Natur zu sein, am Wasser, im Wald, gerade von Frühjahr bis Herbst das Grün um mich herum zu haben, also es gibt mir so unglaublich Kraft, auch Bäume, die sind für mich so unglaublich heilsam und genau, die Natur. Hast du da einen Lieblingsbaum? Ja, ich habe einen Lieblingsbaum tatsächlich, wo ich auch schon ganz interessante Erfahrungen gemacht habe, mit denen ich mich meine verbunden zu haben, wo ich auch schon mal Tränen fließen lassen durfte. So. Und ich weiß noch, dass ich die unterdrücken wollte, weil ich dachte, du kannst jetzt hier nicht. Ich meine, ich war ja nur ich und der Baum. Ich dachte, das ist doch jetzt verrückt, hier einfach anfangen zu weinen. Und ich weiß noch, ob ich das unterdrücken wollte, aber das ist so aus mir rausgebrochen. Das war sehr interessant. Ja, ich habe sehr, sehr interessante Erfahrungen schon mit Bäumen auch so machen dürfen, auch dass sie mir wirklich Kraft spenden und dass ich mich danach viel leichter fühlte, auf alle Fälle. Mhm. Weißt du noch, welche Art dieser Baum? Was war das? Was ist für ein Baum? Ja, genau. Das ist eine Buche. Ah, wow. Eine Buche, eine ganz große. Buche soll man suchen. Ja, ja. Aber ich hatte letztens auch nochmal eine andere Buche, also ja, da war ich auch wieder in einem anderen Park und da hat mich auch so eine große Buche angelacht und dann hatte ich auch nochmal mich mit ihr verbunden und hatte dann auch mehrmals so Schübe mit Gänsehaut. Finde ich auch sehr interessant. Das schüttelte. Ich bitte oft Bäume um Kraft, mir Kraft zu geben oder auch so einen Austausch, dass ich auch ein bisschen sage immer, ich gebe dafür was von meiner Herzenswärme ab, so Herzensenergie und bitte halt um die Naturkraft der Bäume einfach. Und das, da merke ich schon, wie da so ein Kribbeln so durch meine Arme geht und merke dann, oder Gänsehaut, ich letztens so Gänsehaut schüttel, und das ist immer sehr, ja, das schöpfe ich immer sehr viel Kraft. Und die zweite Sache, das ist jetzt aber so ganz neu hinzugekommen, ist gerade so die Meditation und die Achtsamkeit, die ich gerade so in letzter Zeit jeden Tag, wenn es nur eine Minute ist, praktiziere und da schöpfe ich auch gerade sehr viel Kraft. Oder auch, ich merke auch, dass ich immer vergnügter werde oder immer so gelassener und so zufrieden, dass da so eine Zufriedenheit einkehrt. Da merke ich gerade, dass mir das so unglaublich Kraft gibt, so, um hier zu sein, um jetzt zu sein, aber auch sehr so dankbar und zufrieden zu sein. Ihr macht ja auch so dieses Dankbarkeitsritual, genau, ne? Das finde ich auch ganz schön. Mhm. Genau, ja, das ist auch, genau. Das, ich finde es auch wichtig für meine Kinder, dass sie wirklich am Abend mal innehalten so und dann sich mal bewusst machen, für was sie an dem Tag dankbar sind. Manchmal ist es noch so, wenn sie wirklich irgendwas bekommen haben oder wenn sie mal ein Computerspiel spielen dürfen und ich versuche dann auch immer mit meinen eigenen Aussagen ihnen zu zeigen, dass ich auch über die Sonne glücklich bin, dass wir draußen waren, dass uns ein lieber Mensch angerufen hat oder dass es jetzt auch nicht unbedingt materielle Dinge sind, sondern einfach dafür, oder dass mein Kissen, ich habe eigentlich gar kein Kissen, aber, oder dass ich so dankbar bin, dass ich so bequem schlafe oder irgendwie sowas. Mhm. Oder so für Kleinigkeiten, dass ich Zeit für mich hatte, um ein bisschen Sport zu machen oder irgendwie sowas. Mhm. Dass es wirklich die ganz, ganz kleinen Dinge sind oder dass Wasser aus dem Hahn kommt oder so. Und das ist so interessant, dann die Jungs dann sagen, ach, dafür bin ich auch dankbar. Ja, ich auch. Weil sie dann so bei ihren Aufzählungen, ich bin ja meist am Schluss, sie machen es zuerst, dass ihnen dann manchmal das gar nicht so einfällt und das ist immer so schön. Genau. Und der dritte Punkt ist Freunde, soziale Kontakte. Also ich bin so dankbar, dass ich in den letzten 2 Jahren noch durch den Podlack so ganz liebe Menschen kennenlernen durfte, so Gleichgesinnte, die so ähnlich ticken wie ich, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und da schöpfe ich auch viel Kraft, mich mit den Menschen auszutauschen und einfach so sein zu können, wie ich bin. Auch mal von Ängsten zu sprechen, von Zweifeln, die man manchmal so hat oder das Leben, es gibt ja doch immer mal so ein paar Herausforderungen, die das Leben so bringt und dass man einfach da Menschen hat, wo man sich einfach austauschen kann und das ist einfach so schön, dass man das ansprechen kann und dass man sich da nicht verstellen muss und es gibt mir so viel Kraft, auch schöne Momente mit den Menschen zu teilen und einfach zu sein mit diesen Menschen, weil man weiß, man ist so in einem Energiefeld, man ist so, das ist einfach wunderschön, das habe ich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr zu schätzen gelernt und es gibt mir wirklich sehr viel Kraft, dass ich weiß, ich bin nicht allein, ich habe mich früher oft gefühlt, dass ich bin vom anderen Stern oder so, ich habe gedacht, wieso fühle ich so anders, wieso denke ich so anders und jetzt gibt es immer mehr Menschen, die so ähnlich denken, ähnlich fühlen, die ähnlichen Themen angehen, die sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen und das ist einfach so sehr kraftvoll für mich. Ja. Schön. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das, also so ist, der Austausch ist wirklich, kann ganz viel Halt geben. So. Ja, ja, die dritte Frage ist, was ist dir wichtig in deinem Leben? Also
meine Freunde, das ist auch so ein Thema. Also so jetzt die Kontakte, die lieben Menschen um mich herum, so der Austausch mit denen, dass es so regelmäßig Austausch gibt. Meine Kinder sind mir sehr wichtig. Ich sehe sie auch immer so als Lehrer für mich. Sie haben mich schon viel inspiriert. Ich habe schon viele Dinge in Frage gestellt, worauf ich früher so programmiert war. Ne? Und meine Jungs so, aber das ist doch so und so. Also ich bin denen so dankbar dafür, dass sie mir ihre Welt zeigen. Und dass ich auch offen dafür bin, dass ich das auch zulasse, das dann eben aus ihrem Blickwinkel zu sehen. Also, ja. Ja, also eigentlich auch die Dinge, die mir Kraft geben, das sind eigentlich auch die Dinge, die mir wichtig sind, so Meditation und Natur. Und ja, was mir auch gerade wichtig oder sehr wertvoll empfinde, auch Zeit zu haben für mich und für die Dinge, die mich beschäftigen und dass ich mir gerade meine Zeit so frei einteilen kann. Dass ich so selbstbestimmt gerade meine Zeit verbringen kann, das ist mir auch unglaublich wichtig und wertvoll für mich gerade. Und ja, wie viel waren es jetzt bestimmte? Eine bestimmte Nee, nicht so einfach nee, nur so. einfach so. Genau. Also sind eigentlich so die ähnlichen Dinge, die mir auch Kraft geben. Weil ich weiß, sie geben mir Kraft, deswegen spielen sie auch eine wichtige Rolle in meinem Leben. Okay. Und die vierte Frage ist, kannst du, das ist keine Frage, sondern kannst du vielleicht den Menschen, die da jetzt zuschauen, so einen Tipp geben für ein zufriedenes Leben? Was würdest du sagen, wie das gelingen kann? Oder hast du da irgendwelche Sachen, Also bei mir hat es ja mit der gesunden Ernährung gestartet. die. Ja, ich war ja früher auch ein Mensch, der immer alles, der sehr harmoniebedürftig war, was ich schon erwähnt habe, der immer alles allen recht machen wollte und gar nicht so geschaut hat, was will ich denn eigentlich? Und jetzt in diesem langen Weg, der so 24 Jahre zurückliegt oder begonnen hat, hat sich bei mir so viel geändert, ne? Die Ernährung umgestellt, immer bewusster geworden. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass mich eben diese einfache Kost, diese einfache Ernährung glücklich macht, weil sie meinen Körper weniger belastet und ich Zeit habe, mich körperlich zu reinigen, seelisch zu entgiften, emotional zu entgiften. Das war für mich jetzt in den letzten Wochen ein ganz großes Thema, emotional zu entgiften. Und ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich da bestimmte Probleme mir nochmal genauer angeschaut habe, was heißt Probleme, Gefühle, Erinnerungen, und auch geschaut habe, was liegt dahinter, was kommt, wo kommt es her. Und wo ich mich nochmal damit auseinandergesetzt, das auch zugelassen habe, weil das ja auch manchmal sehr schmerzhaft ist. Aber ich merke eben auch, dass so bestimmte Themen mich blockiert haben, glücklich zu sein, die immer wieder hochkamen. Ne? Und dass ich merke, dass ich das jetzt zum größten Teil gelöst habe und dass eben sich so eine Vergnügtheit eingestellt hat, so ein Glück einfach. Was jetzt nicht so permanent, es gibt ja auch immer mal, wie das so ist, durch bestimmte Situationen, die einfach dann doch mal ein mehr stressen oder mal kurzzeitig Ängste hervorrufen, aber bis doch festgestellt, dass in den letzten Wochen, dass ich doch sehr vergnügt bin und dass es wichtig ist, eben auch die Seele zu entgiften. Nicht nur den Körper zu entgiften, sondern auch die Seele zu entgiften. Vorher hatte ich den Fokus eher so auf Ernährung und Fasten und habe mich eher so auf den Körper fixiert und ich weiß, Geist und Seele, die sind auch total wichtig. Also den Geist immer wieder lebendig zu halten und sich für neue Dinge zu öffnen und die Seele eben auch zu entgiften. Und auch die Dinge anzunehmen, die sind, die ein Teil von einem selbst sind. Also auch negative Erinnerungen, negative Gefühle, die sind ja auch Teil von mir. Und dass man die nicht als Feind ansieht, sondern annimmt. Wir haben ja das, wir können ja alles fühlen. Das ist ja das ganze Spektrum. Wir sind ja damit ausgestattet, nicht nur Glück zu fühlen, sondern auch mal Wut oder Trauer oder Angst. Und dass das auch in Ordnung ist. Ich denke dann halt immer, es ist wichtig, dass die nicht so dominant werden im Leben. Man darf auch mal Angst fühlen, man darf auch mal Trauer fühlen, wenn die Momente ins Leben treten. Aber es ist auch wichtig, das eben zu verarbeiten, das nicht wegzuschieben, wie ich das oft gemacht habe. Angst wegzuschieben, mir das nicht genauer anzuschauen, was dahinter steht. Das ist okay, Angst zu fühlen, aber es ist auch wichtig, sie anzunehmen und sie dann auch wieder gehen zu lassen. Ne? Um dann auch glücklich zu, also langanhaltend glücklich zu sein. Also Ernährung, emotionale Entgiftung, die Natur ist für mich auch ganz wichtig, um ausgeglichen zu sein, mit einer Balance zu sein, auch Wildkräuter. Ich habe festgestellt, in den letzten seit 5, 6 Jahren verwende ich ja Wildkräuter in meiner Ernährung, das so ein ganz wichtiger Bestandteil ist für mich. Das finde ich jetzt spannend, weil ich habe ja damit gerade erst so angefangen, das so mit zu integrieren, mit den grünen Säften und so.
Und was würdest du sagen, was machen diese Wildkräuter? Also die nähren uns auf eine ganz andere Art und Weise, würde ich sagen, auf zelluläre Art und Ebene, weil die speichern ja das Sonnenlicht, die verwenden ja das Sonnenlicht für die Photosynthese und speichern das in ihren Blättern. Und wir nehmen das alle auf und die sind halt noch ungezüchtet. Das ist noch Das Wilde noch sozusagen, ne? natürliche Nahrung und wir brauchen das Chlorophyll auch. Also ich bin ganz davon überzeugt, dass das Chlorophyll, das ist ja so ähnlich wie unser eigener Blutfarbstoff, das Hämoglobin aufgebaut. Das ist ja bloß so, dass das Chlorophyll eben Magnesium beinhaltet und der Blutfarbstoff Eisen, sonst sind die ja fast gleichmäßig aufgebaut. Und das Chlorophyll ja auch nicht nur unser Blut reinigt, sondern auch dazu verhilft, dass wir mehr Blutkörperchen bilden können, das auch bei der Entgiftung generell uns hilft und ist so wertvoll. Und je mehr man eben entgiftet, nicht nur emotional, sondern auch den Körper, das gehört alles zusammen, umso mehr kann man in das Glück und die Zufriedenheit kommen. Es ist halt ein langer Weg und da gehören halt verschiedene Ebenen dazu, ne? Nicht nur den Körper zu entgiften, was ich schon gesagt habe, auch die Seele emotional entgiften. Auch Bewegung, ja, so alles so. Mich zu bewegen in der freien Natur, liebe Menschen um mich herum zu haben, dann auch sich so anzunehmen, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen, sich so zu lieben, wie man ist. Und auch wirklich auch durch die Meditation und Achtsamkeit bin ich auch dazu hingekommen, wirklich so den kleinsten Moment glücklich anzunehmen und ihn in meinem Leben zu begrüßen. Die Sonne kann mich kurz anblinzeln, Schmetterling fliegt an mir vorbei. Ich fahre durch den Wald oder durch den Park und sehe so ein Meer von Süßgras, was ich auch entsafte. Und dann denke ich mir so, oh wow, was für ein Schatz. Und ich halt die Wildkräuter, sie im Bäume. Also es ist einfach so schön, es gibt so viele kleine Momente im Leben, die mich dankbar und glücklich machen. Es müssen gar keine großen Dinge sein. Es muss jetzt gar nicht sein, oh, dass ich sage, oh, ich will jetzt unbedingt dahin reisen und ich brauche jetzt erst das und dies. Also so materielle Dinge sind sowieso keine Dinge, die mich glücklich machen. Es sind eher so die ganz kleinen Dinge im Leben, die ich jede Zeit haben kann. So. Das ist auf jeden Fall auch ja was Schönes, ne? Dass das in Und jedem das, Moment möglich ist. oder dass Ne? manche so denken, ach, wenn ich mal das und das erreicht habe im Beruf oder wenn ich die und die Person an meiner Seite habe oder wenn ich das und das irgendwo dahin reise, dann geht es mir richtig gut, dann bin ich glücklich, aber es ist nicht so. Also dass ich erkannt habe, dass ich mich als Mensch, dass ich vollständig bin, als Einzelperson und dass ich der Mensch bin, der mich am glücklichsten macht und alles andere ist zusätzlich und kann auch sehr bereichernd sein. Das war für mich wirklich eine ganz tiefgreifende Erkenntnis, so mit mir selbst einfach im Frieden zu sein, im Glück zu sein, in der Liebe zu sein und alles andere fügt sich dann. Schön. Das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, was du dir selber gemacht hast, ne? Ja. Genau, ist mir dann auch dachte ich mir so, wow, diese Erkenntnis war so tiefgreifend. Ja, das war das größte Geschenk, ja, tatsächlich. So in letzter Zeit, ja. Okay, dann komme ich schon zur letzten Frage oder auch wieder eigentlich eher eine Äußerung. Hast du so ein Herzensanliegen, was du gerne teilen möchtest, wo du denkst, so hey, das soll die Welt wissen, das möchte ich da irgendwie draußen sehen? Also ich wünsche mir einfach, dass die Menschen mehr so in die Liebe kommen, in den Frieden kommen, mit sich selbst, mit allem. Also ich bin ja nach wie vor trotzdem noch harmoniebedürftig, auch wenn ich immer mehr schaue, dass ich mich dabei nicht vergesse. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass die Menschen zu sich selbst finden, sich nicht manipulieren lassen, einfach auch mehr in die Achtsamkeit kommen, in die Liebe kommen. Einfach, was wir jetzt auch so in dem Video schon besprochen haben, dass so die kleinen Dinge einen wirklich dankbar und zufrieden machen. Und dass man wieder mehr in sich selbst reinschaut, nicht so ins Außen. Es gibt, habe ich so das Gefühl, auch viele Menschen, die das nicht aushalten können, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dass man den Mut hat, das einfach zu tun, weil es ist so erfüllend dann, wenn man sich selbst so annimmt und reinschaut und bestimmte Themen angeht, dass man bekommt auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung vom Leben. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass die Menschen, was die Ernährung angeht, weil es ja eben auch so mein Hauptthema ist, dass sie mehr zu einer einfachen und gesunden Kost kommen, dass sie die Industriekost außen vor lassen und natürlich auch Nahrungsmittel aus der Massentierhaltung. Also ich wünsche mir, dass die Menschen sich gesünder ernähren, ökologischer ernähren, auch der Umwelt zuliebe. Und das andere, ich habe es ja bei mir gespürt, der Fokus war ja erst auf der Ernährung, dann ist so viel passiert. Das
dass die Menschen einfach auch bewusster und glücklicher und zufriedener werden. Und ich denke, dann gibt es auch weniger Kriege, weniger Neid, weniger Gier, weniger Missgunst, wenn die Menschen einfach zusammenhalten und der Liebe sind und merken, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Mhm. Und dass man sich so viel geben kann. Mhm. Ja, das ist irgendwie... Genau, und ich hoffe das einfach auch, dass ich das jetzt auch in Zukunft mehr so auf meinem Kanal transportieren kann, dass ich noch ein paar andere Seiten zeige, was eben auch wichtig ist, nicht nur Rohkost. Mhm. Das ist ein Aspekt ist, ne, der mich auch sehr viel weitergebracht hat, aber dass es eben dann noch andere Dinge gilt anzugehen. Ja. Genau. Oder das passiert ja so wie automatisch, so, ne? Je mehr das bei dir hochkommt und du das zulassen kannst, je mehr wirst du das ja auch nach draußen bringen. Ja. Schön, genau. Gut, dann von meiner Seite war es das. Möchtest du noch irgendwas teilen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, alles so das Wichtigste, gerade für den Moment jetzt. Ja. Ich danke dir auch ganz sehr für das schöne Gespräch, für die schönen Fragen, dass man sich da nochmal von der anderen Seite zeigen kann. Mhm. Ist auch schön. Ja. Danke, dass du dich bereit erklärt hast und ja, alles Liebe euch. Von mir auch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Also ich hatte auch lange kein gutes Selbstwertgefühl. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, so mit 10, 11, und habe dann gemerkt, ich werde langsam kommen in die Pubertät und so die Brüste entwickeln sich. Da kam ich überhaupt nicht klar damit. Das konnte ich überhaupt nicht annehmen. Mhm. Dass ich mich auf einmal, ich konnte mich gar nicht so annehmen, wie ich bin. Ich habe so, ich weiß nicht warum, ich wollte am liebsten mein ganzes Leben lang Kind bleiben.